Mein Name ist Lukas Stöcker, ich arbeite bei der Firma Bandel. Wir sind heute hier, um über die brandneue Marke Nanakay zu sprechen. Was ist der USP? Der USP ist einfach, dass man dem Juwelier und dem Händler die Option gibt, einfach mit Schmuck zu spielen, neue Impulse ins Schaufenster zu setzen. Die Idee bei Nanakay ist, eine sehr auffällige Dekoration zu haben und mit dem Modethema Schmuck, Emojis, Themen, Ananas, Flamingo, einfach was ins Schaufenster zu stellen, wo der Kunde stehen bleibt, also der Verbraucher stehen bleibt, guckt und sagt, Mensch, witzig, habe ich noch nicht gesehen, mal was anderes. Letztes Jahr sind Sie ja gestartet nur mit den netten Smileys und Sie haben es schon gesagt, es gibt was Neues dieses Jahr. Ja, richtig, genau. Also wir erweitern die Themengruppen, daher auch das Thema des Flamingos. Ich finde das ein sehr schönes Motiv, weil es länglich gezogen werden kann, sehr schön ausgearbeitet werden kann. Und man kann halt immer wieder neue Highlights auch als Bilder setzen. Ja? Das Thema Emoji ist natürlich genial, immer weiter auszuspielen, aber ein bisschen Kontraste bringen. Und das Thema filigraner Schmuck, dass das so im Trend ist wie letztes Jahr und dieses Jahr, denke ich auch noch, das spielt Ihnen wahrscheinlich gut zu. Das glaube ich auch und hoffe ich auch. Und ich denke mal, dass das Thema filigraner Schmuck, das kommt ja erst beim Verbraucher so zeitversetzt an. Und in der Regel bricht das ja auch nicht einfach ab, sondern geht dann irgendwann langsam, klingt das aus. Und ich glaube, dass das noch eine sehr lange Zeit halten wird und sich das auch noch erst noch weiterentwickeln wird. Wie bespielen Sie Ihre Social-Media-Kanäle? Also ich meine, gerade diese Themengruppe, ja, die bringt ja einfach extrem viele Möglichkeiten, das schön zu bespielen in den sozialen Medien. Also so ein Thema wie Flamingo, ein Thema wie Ananas, Einhorn, auch die unterschiedlichen Emoji-Versionen, ja, ein Teufelchen, den Homie mit den Kopfhörern auf, das kann man ja wunderbar in den sozialen Medien kommunizieren. Es ist sehr markant, sodass man halt mit Bloggern gut arbeiten kann, weil es einfach auffällt, da es anders ist. Und ich sehe das als den wichtigsten Kommunikationsweg über die sozialen Medien, das Thema zu kommunizieren. Das heißt, mit Bloggern werden Sie demnächst zusammenarbeiten? Absolut, ja. Es hat jetzt gerade schon angefangen. Das kommt zeitversetzt erst, aber der Werbeweg ist eindeutig, über Blogger zu arbeiten. So Spaßthemen können ja gar nicht so oft gespielt werden in unserer Branche. Die Branche hat ja meistens eher klassische Orientierung. Wie ist es? Stecken wir derzeit in einem Bereinigungsprozess? Ja, also ich würde mal sagen, dass das letzte Jahr schon sehr schwierig war für den Handel, weil man so ein bisschen verloren ist. Das Internet greift sehr stark an. Man weiß halt nicht so richtig, wo es hingeht. Der Handel hat sehr stark an der Uhr verloren. Und das Thema Schmuck muss man jetzt stark ausbauen. Da muss man ja auch erstmal die Sachen und die Marken und die Produktgruppen finden, um es auszubauen. Das dauert ja auch ein bisschen. Und da ist es halt wichtig, als Händler, glaube ich, jetzt zu spielen und das zu akzeptieren, wie sich halt die Situation verändert hat und jetzt sich die beste Lösung überlegen. Was haben Sie für den Fachhandel in petto? Was kann er von Ihnen erwarten? Und im Gegenzug, was würden Sie sich von Ihrem Fachhandelspartner wünschen? Also was ich mir absolut wünsche, ist Aktivität. Wir können uns alle möglichen tollen Sachen ausdenken und vorbereiten. Wir haben ein sehr aufwendiges Dekorationskonzept ja auch erarbeitet, um nicht nur das Produkt zu bieten, sondern ja darüber hinaus mehr zu bieten. Aber all das wirkt natürlich nur dann, wenn die Partner es mitmachen. Wer unsere Produkte ja nutzt und Nanakay nutzt, um es zu spielen, zu kommunizieren und vor Ort ja auch lebendig damit zu sein, ja, der wird, glaube ich, immer gewinnen. Und diese Aktivität, die wünsche ich mir sehr. Besonders, wenn halt der Markt so schwierig wird. Es ist hart, solche Zeiten zu erleben und die Geschwindigkeit, mit der das kommt, hat sich einfach so stark auf beschleunigt, sodass man oft in so eine Art Starre auch geraten kann. Aber ich glaube, man darf halt irgendwo den Spaß an der Arbeit und an der Branche nicht verlieren. Das Schöne an unserer Branche ist, dass es endlose Möglichkeiten ja eigentlich gibt. Das ist ja das Tolle. Und die kann jeder spielen. Und man muss aber an einem Tag anfangen zu spielen.